heute warm. Hast du schon etwas zu essen gekocht? Nein, noch nicht. Ich werde Essen machen, wenn ich fertig bin mit Klamotten waschen. Mach schnell, ich hab wahnsinnig Hunger. Hallo Papa. Hallo mein Sohn. Na, wie war's in der Schule? Klasse, macht riesigen Spaß. Aber weißt du, dass unsere Lehrerin uns vorher gesagt hat, sie hat gesagt, wenn Bintu nicht mehr zur Schule kommt, wird sie die Polizei anrufen müssen. Was soll ich nur mit ihr machen? Bintu! Bintu! Paul! Was ist denn, Papa? Bring mir mal. Ja, sie ist zerbrochen. Kannst du daraus denken? Ich gehe zu Ibrahim, ich muss mal heute was machen. Tschüss, Papa! Bintu ist nicht da, ich habe sie einkaufen. Übrigens, was sagst du mir? Seit Wochenende geht sie nicht mehr zur Schule. Wenn sie so weitermacht, wird sie nie lesen und schreiben lernen. Ich habe schon mit ihr geredet. Sie meinte, sie sei ein Mädchen und braucht nicht mehr zur Schule zu gehen. Ich bin sicher, irgendwann wird sie einen Mann kennenlernen, der sich um sie kümmert. Welcher Mann heutzutage will noch eine Frau, die weder lesen noch schreiben kann? Das ist unmöglich, weißt du das? Ich bin sicher, sie wird irgendwann wieder zur Schule gehen. Hallo Mama. Hier, ich habe einen. Ich hab dich schon vermisst. Ich dich auch. Los, erzähl mal, wie war's denn in Afrika? Es war toll. Wir hatten super Wetter. Tschüss. Aber etwas hat mich sehr traurig gemacht. Die meisten Kinder gehen nicht in die Schule. Ist doch normal, ich gehöre nicht in die Schule. Warum nicht, Bintu? Du kannst dich mit den Kindern in Afrika vergleichen. Weißt du, warum sie nicht in die Schule gehen? Sie haben nämlich keine Bücher. Und Essen auch nicht. Schulbusse gibt es schon mal gar nicht. Die Kinder, die zur Schule gehen dürfen, müssen eine Art von Hilfe sehr weit zu Fuß laufen. Ist das wirklich so schlimm? Ja. Aber wir hier dürfen täglich in die Schule gehen. Denk doch mal nach. Ich glaube, es wäre klug von dir, auch wieder in die Schule zu gehen. Meinst du? Ja. Ich denke mal drüber nach. Ich glaube, du hast recht. Ich verspreche dir jetzt mal. Ich werde morgen wieder in die Schule gehen. Vielleicht schaffe ich es ja noch, eine von den Besten zu werden. Echt? Ich bin sehr zufrieden mit dir. Ich hole dich morgen um 7:30 ab, okay? Gut, abgemacht. Bis morgen. Tschüss. Guten Morgen. Guten Morgen, Freunde. Setzt euch bitte. Na, wie schaut's aus? Gut. Geht's gut? Ja. Manchmal nicht ganz so lang. Schön. Trotzdem machen wir Unterricht weiter. Unser Projekt hieß nochmal? Ja? Afrika. Afrika, richtig. Kannst dich noch an was erinnern? Islam, du? Nicht mehr. Du? Ja, doch, nur so ein bisschen, aber glaube ich in Mosambik. Oder ja, richtig. So? Weiß ich nicht. Genau. Und wie geht's den Leuten da? Ja, ganz schlecht. Schlecht? Warum? Islam? Richtig. Und? Geh nicht zur Schule? Weit. Weit weg. Gehen denn alle zur Schule? Wisst ihr das? Bitte? Ich glaube, ob die Geld haben, weil das ist Zeit. Gut. Und ihr stellt Fragen und ich weiß das auch alles nicht. Und heute habe ich eine Überraschung für euch. Wir haben einen Gast aus Mosambik. Und zwar ist das Papi Lunguangu. Und der kommt jetzt und erzählt uns von seinem Land. Wenn ihr wollt, dürft ihr sicherlich auch gleich Fragen stellen. Er wird uns eine ganze Menge sagen. Ich mach mal. Er kommt schon.